Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Heute in Watkins Glen mit einem neuen Time Trial und einem neuen Update. Update 1.46 ist erschienen und damit auch drei neue Fahrzeuge. Eines davon ist der Skoda Vision Gran Turismo. Mit ein paar Tagen Verspätung geht es jetzt mal hier rein. Achso, ich habe Doppelklick gemacht. Okay, ich war kurz verwirrt. Hat man, glaube ich, gemerkt. Ja, wir werden den Skoda Vision Gran Turismo jetzt mal testen. Okay. Der Rückspiegel schon mal verwirrend. Oh Gott, oh Gott. Was ist denn da oben für eine Anzeige? Also ein Head-Up-Display, okay. Okay, E-Auto, merkt man. Sehr schnell auf der Geraden. 800 Kilowatt Leistung. Videos zu den nächsten Autos wird es auf jeden Fall auch die Tage geben. Aber die letzten Tage waren sehr, sehr busy. Ah, untersteuern! Okay, wir fahren weiter. Sieht aber ganz nett aus. Oh! Oh! Oh. Und keine Ahnung, was die Zielzeit ist. Ich glaube, 1,36 reicht für Gold. Wir werden es sehen. Aber sonst würde ich sagen, die klassischen Dinger, die so E-Autos oft haben. Wobei, der ist gar nicht so schwer, ne? Der wiegt, glaube ich, nur 1,3 Tonnen. Das ist gar nichts, wenn man bedenkt, dass es ein E-Auto ist. Aber sonst sehr untersteuernd tatsächlich. Könnte aber auch daran liegen, dass es halt ein Auto ist, das sehr viel Leistung hat. Was aber gar nicht so großartig für die Rennstrecke gedacht ist. Zumindest nicht im Stile, hey, ich bin Formel 1 Auto, ich bin ein LMP 1 Auto oder sowas. So meine ich das. Ich muss sagen, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt, dass der Bremsweg halt etwas länger ist, dass das Auto etwas in die Kurve rein untersteuert, dann lässt er sich schon ganz gut kontrollieren. 1,37,8. Hier kann man ja sehr weit extenden. So, rechts halten hier, möglichst. Rüberlenken. Oh mein Gott. Über 300. Nein! Zeit ist wieder rot. Ärgerlich. 18, 19. Pace holen wir trotzdem gerade raus. Das ist schon mal nicht schlecht. Oh! Bro! Oh Gott, oh Gott. Hui! Er hat relativ schmale Hinterreifen, oder? Oder sind die durch irgendwas abgedeckt? Nee, ich glaube, die Reifen sind relativ schmal. Vielleicht ist das so ein Teil von, hey, je schmaler die Reifen, desto geringer der Rollwiderstand. Da gibt es auch einen Volkswagen, auch so einen, ich glaube, dreirädrigen Volkswagen, EX1 oder so heißt der. Der auch darauf ausgelegt ist, möglichst wenig Verbrauch zu haben. Der hat irgendwie 0,9 Liter pro 100 Kilometer Verbrauch geschafft. Und da sind die Reifen auch sehr schmal, einfach damit man wenig Rollwiderstand hat. Wo ich halt aber auch sagen muss, okay, bei so einem Auto würde ich dann ein bisschen auf Reichweite verzichten und lieber etwas mehr Grip haben. Oh mein Gott! Aber durch Allrad ist er beim Exit ohnehin super entspannt. Immer wieder erheiternd, nicht nur in diesem Spiel, sondern eigentlich in so ziemlich jedem Game, wie weit man in Watkins Glen die Track Limits ausreizen kann. Oh. Wenn man mal ein bisschen hin und her schlackert mit dem Lenkrad, dann scheint er auch ein bisschen zickiger zu werden beim Kurveneingang. 1,37,2. Boah, also ich muss sagen,
untersteuern. Ich glaube, gerade die ersten drei Kurven sind super wichtig. Ja, hier kann ich safe noch 2, 3, 4 Zehntel rausholen. Indem ich einfach auch einen Ticken später bremse. Ja, da haben wir schon direkt 2,5 Zehntel im Delta. Hier nochmal. Let's go. 1,5. Ah, Alter. Das Auto unruhig. Untersteuernd beim Turnen. Böse Autokorrektur. Sag ich unruhig untersteuernd. Boah. Ich hab da auf der Bremse wirklich gerade. Okay, beim Exit habe ich wieder Zeit verloren, aber ich habe 1,5 Zehntel in der Kurve geholt. Okay. 1,36,9. Zu weit. Ich nehme die rechts-links hier nochmal mit. Einfach nochmal zu gucken. Ja, der Vorteil da zieht sich halt über die gesamte Gerade. Du kannst wirklich innerhalb der ersten drei Kurven nochmal 3, 4 Zehntel locker rausholen. Hui, sind wir schon? Ne, wir sind noch im Silberbereich. Alter. Ich check halt nicht, wie du bei dem Auto noch 3 Sekunden finden willst. Schalten kann man nicht. Jetzt gedacht. Okay, das ist eine gute Runde bisher. Halbe Sekunde locker. Let's go. Turn in, turn in. Nicht zu weit rauskommen hier. Kostet immer sehr viel Zeit. Es war gut. Und hier? Komm! Okay, es sieht nach so 7, 8, 9 Zehnteln aus. Let's go! Sauber. Über eine Sekunde locker. Boah, um 5000stel über eine Sekunde schneller geworden. Alter! Eine Sekunde rausgeholt. Really? Wie cool ist das denn? 2,2%. Ey, ich will aber erstmal das Replay speichern. Wiederholung der besten Runde. Jawohl. Kann ich später ein Thumbnail erstellen. Und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, was machen die denn an der Spitze? Hm. Zum Beispiel der Diotop. Mikisal auch nur 3 Zehntel schneller. Hm, hat es wahrscheinlich auch nicht so riesig krass probiert. So, gucken wir mal. Was hat unser tschechischer Kollege hier gemacht? Pause. Wir Renninformationen rein. Und jetzt gehen wir hier die Onboard. Ey, bis jetzt normal, Linie optimiert. Okay, was? Auf den Gas-Input mal achten. Bleibt voll drauf. Boah, wie smooth er das macht. Aber gefährlich.
Ja, hier wahrscheinlich jetzt schon direkt eine halbe Sekunde schneller im ersten Sektor. Er bremst sehr viel später als ich noch. Oh. Oh, rechts aufs Gras. Okay. Okay, hier bleibt er ganz innen. Interessant. Da bin ich nicht so weit nach innen gekommen. Oh, außen nicht den Curb genutzt. Ja, und hier wie gesagt, wenn du rauskommst, kostet es Zeit und er zeigt, ganz innen bleiben ist die Meta hier. Und auch hier, ganz innen. Krass. Also es ist wirklich kein Hexenwerk dabei, es ist wirklich einfach nur, fahr die Runde gut. Und vor allem bleib gefühlt so lange wie möglich am Curb dran. So früh wie möglich an den Curb und so lange wie möglich dranbleiben. Also, abgefahren, gute Runde. Das ist saustark. Kann man nichts anderes sagen. Da haben wir es nochmal gesehen. 1,3 Tonnen Allradantrieb, 800 Kilowatt Leistung. Mal ungefähr 1,3 sind 1050 PS, würde ich etwa schätzen. Plus, minus ein bisschen was. Aber hey, das ist schon, ja. Ja, kann man machen. Ich werde jetzt aber mal schnell noch ein legendäres Auto kaufen, damit das nicht plötzlich weg ist, weil ich möchte natürlich alle Update-Autos hier auch testen. Wir nehmen direkt den Chevy Chevrolet. Oder Chevrolet? Chevrolet? Ich glaube, Chevrolet ist schon richtig. Ich erinnere mich da an ein Lied zurück. Weiß gerade nicht, wie das heißt. Egal. Aber da wird Chevrolet gesagt. Insofern sollte stimmen. So, dann gehen wir nochmal kurz in die Brand Central. Und dort holen wir uns mal den Skoda. Und fahren eins der neuen Rennen, das es so gibt. Und zwar, ich glaube, in Trial Mountain gibt es für den Skoda tatsächlich ein... Grün ist aber auch ganz schön. Schon interessantes Design. Es sieht sehr, sehr cool aus. Ich finde vor allem im Profil, also von der Seite sieht es sehr cool aus. Heck ist auch schick. Ich finde es spannend, dass man da überall reinschauen kann bei Radaufhängungen und so. Pullrad-Radaufhängung, wenn ich das so richtig sehe. Aber die Reifen sind tatsächlich relativ schmal, oder? Mich würde es mal interessieren, was für eine Reifenbreite das Ding hat. Ich habe mir jetzt am Wochenende mal erzählen lassen, also mein Aston Martin hat vorne 255, hinten 295. Beim neuen Vantage habe ich vorne die Maße vergessen, hinten hat er 325er. Ich habe vorne 275. 325er Hinterreifen ist... Aua! Das ist krass. Der GT3 RS zum Beispiel hat 335er. Ist halt aber auch... reinrassiger Rennwagen und der Vantage, der soll ja trotzdem noch so ein bisschen straßentauglich sein, aber sagen wir mal ehrlich, 325er Hinterreifen, boah, das ist einfach nur krass. Okay, ganz kurz, das war wohl das falsche Rennen, was ich gesehen habe, das war für den Chevrolet geeignet. Da haben wir die Aktualisierungsdetails und wir sehen Vision Gran Turismo Grand Valley Highway 1, okay, also die andere Gran Turismo Original Strecke. Wäre ja, übrigens schön, wenn man tatsächlich die alten Strecken auch nochmal hier reinpacken würde. Oh, dieses Rennen bin ich auch gar nicht gefahren. Interessant. 850 oder weniger. Ja, da sind wir knapp drüber. Machen wir das am besten. Harte Rennreifen will ich eigentlich nicht. Kann ich die Leistung nicht schon, ja, standardmäßig ein bisschen reduzieren? Können wir. Ja, 767 kW. 32 verloren. Es ist okay. Ungefähr 45 PS weniger. Das geht schon klar. Und der ist auch direkt im Starterfeld implementiert worden, der Skoda. Ah! Habt ihr das gesehen? Du hast quasi wie so eine... Also, wenn man zum Beispiel jetzt mal an den SLR Stirling Moss denkt, der hat ja quasi so ein... eine ganz, ganz kleine Windschutzscheibe. Die hat er nicht. Der hat nur oben so ein bisschen so eine Abdeckung... wie so ein Pilotenhelm, den du dir so überklappst. Und daher wahrscheinlich auch das Head-Up-Display oben.
Rakes 70-30. Aber warte mal, kann ich die TC hier, nee, die Bremsbalance, nee, die kann ich nicht bestimmen. Also die Bremsbalance kannst du nicht standardmäßig verändern, aber du siehst oben, wie die Bremsbalance ist und... Ist das eigentlich nur dann, also Traction 2 stand da, ist das jetzt quasi einfach nur Deko? Oder würde sich das auch ändern, wenn ich die TC jetzt ändere? Warte mal. Okay, es ist nur Deko. Schade. Wäre natürlich ganz witzig, wenn das dann... Vor allem, wenn es die Elemente unten ersetzen würde. Das wäre richtig cool. Wenn dann irgendwie Traction 2 oder auf was auch immer du die Traktionskontrolle einstellst, wenn das da oben aufblinken würde, während da unten das dann weg wäre. Aber, wo ich den Genesis VGT sehe gerade, ich finde tatsächlich, der fährt sich deutlich besser als der Genesis VGT. Mal so allgemein die Meinung zu dem Auto. Ich selbst muss tatsächlich sagen, ich finde, der ist ganz cool. Ja. Aber wie so oft bei VGT-Autos, ich hätte mir halt einen normalen Skoda mehr gewünscht. Ich finde halt, da hätte man was machen können. So ein schönes Skoda-Octavia-Kombi, dass man auch so Clips darstellen kann mit Ditfin Gambi oder so. Das wäre schon ganz witzig. Ich weiß, da ist es in dem Video, das ich anspreche, ist es kein Skoda, aber... Mir fällt es so auf der Autobahn auf, wenn irgendwie Leute mit mir mal auf der linken Spur unterwegs sind und... mal drängeln, also wenn das mal passiert, dann sitzen in den allermeisten Fällen irgendwie Kombis und sehr, sehr häufig auch vom VAG-Konzern. Was ich dann immer recht amüsant finde. Wo ich mir auch immer denke, so, was für ein Vertrauen habt ihr bitte in dieses Auto, aber ey. Mach mal. Mach mal und hab deinen Spaß. Genieß deine Tour auf der Autobahn. Oh! Abfahrt. Turbosend. Zehn Sekunden glatt zu P1. Wir beschleunigen etwas schneller als er. Bin ich auch in der Kurve schneller. Hier habe ich ein bisschen versiebt. Trotzdem nicht schlecht. 9,6, 9,4. 9,3. Ja, in der Schnellkurve bin ich noch nicht so 100% mit so viel Selbstbewusstsein unterwegs, dass ich sagen kann, ey, ich fahre da jetzt mit voller Pace durch. Also 5 Runden rennen, also wir haben jetzt auch nicht mehr unendlich viel Zeit. Mach's gut, BMW. Sechs Sekunden zum Führenden. Die Runde ist, glaube ich, bisher nicht schlecht. Das war nicht gut. Da ist es trotzdem grün unterlegt, die Zeit. Oh Gott, beziehungsweise blau. In Gran Turismo Farbcoding. Sag mal, achso, okay, 5 Runden rennen, wir verlieren keine Energie. Wollte gerade sagen, wie viel Energie regeneriert dieses Auto, dass wir immer noch volle Batterien haben? Okay, lila sogar. Krass.
Ach lol, auf P1 ist auch der Skoda. Wie geil ist das denn? Okay, Volldampf. Scheinbar habe ich zu Recht ein bisschen Muffensausen gehabt. Oh, aber auch interessant zu sehen, dass die KI ebenfalls sich ein bisschen schwer tut mit dem Untersteuern des Autos. Oh, oh, oh! Ah! Okay, Trailbreaken ist manchmal ein bisschen fies mit dem. Vier, zwei, drei. Zwei, null. Mehr. Moisov, let Dave pass for the championship. Ich soll mal sagen, es ist eigentlich gerade ganz geil. Ein kleiner Zweikampf auch mal. Oh, da war wieder so ein bisschen dieses Thema Trailbreaken. Ganz gefährlich. Abfahrt. Ich weiß nicht, ob ich hier nochmal in Richtung Bestzeit fahren kann, aber ich push nochmal. Neununddreißig, ja, keine Bestzeit. Huh? Sogar um 18 noch hinterher, krass. Ja, aber ey Leute, ist ein nettes Auto, ist ein schickes Auto. Wie gesagt, wie bei so ziemlich jedem VGT-Auto, weiß ich halt nicht, ob man den zwingend braucht oder nicht. Aber summa summarum, er macht Laune. Und damit ist auch eine neue Marke im Spiel vertreten, vielleicht auch bald mit anderen Autos. Wäre wünschenswert, wäre cool. In den nächsten Episoden gibt es dann nochmal den Chevrolet und Afila, Afina oder so hieß der. Irgend so ein Auto, das man gratis sogar bekommt. Mal schauen, was uns da erwartet. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn du so ein Däumchen da, bis zum nächsten. Tschüss.